Hallo, der Ostersamstag, Karsamstag, eigentlich die Grabesruhe. Ich war den ganzen Tag in der Küche unterwegs und habe vorbereitet. Und zwar so kleine Ostergebäckgeschenke. Ich habe Osterlämmer gebacken, Osterhasen. Ein paar davon haben das auf Instagram gesehen. Und jetzt neigt sich der Tag so langsam dem Ende. Es ist natürlich immer noch strahlend schöner Sonnenschein. Und ich bin ein bisschen wehmütig, weil als ich noch in Hamburg gewohnt habe, war jetzt der Zeitpunkt, wo wir bei diesem wunderbaren Wetter alles geschultert, gespornt und gesattelt hätten, um dann los zum großen Osterfeuer zu gehen. Das ist damals immer in Hamburg schon Karsamstag abgefackelt worden und das ist sowas wie ein kleines Volksfest gewesen. Das ganze Neubaugebiet und überhaupt der ganze Stadtteil ist dorthin gepilgert. Man konnte eine Wurst essen, man ist zusammen gewesen. Ja, die Kinder durften mit so langen Stöckern in dem riesengroßen, fast wie ein Scheiterhaufen aufgetürmten Berg herumstochern. Und als dann das Feuer angegangen ist und richtig losloderte, war das natürlich ein ganz, ganz tolles Zeichen. Tja, das haben wir dieses Jahr leider alles gar nicht. Vielleicht machen wir ein kleines Feuer hier bei uns in dieser Feuerschale. Weiß ich aber noch nicht genau, muss ich noch mal gucken. Und wir bereiten uns aber heute Abend auf jeden Fall noch auf den morgigen Ostersonntag vor. Und da gibt es ja dann auch noch mal einen schönen kleinen Hausgottesdienst. Das PDF poste ich euch jetzt direkt noch mal mit dazu, damit ihr eventuell mitfeiern könnt. Und dann kommt auch das letzte Zeichen mit auf die schöne Osterkerze. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht es euch schön mit euren Lieben und daheim. Und wenn ihr ab und zu mal ein bisschen schwermütig werdet, wie heute auch, dann denkt an was Schönes, dann geht es gleich wieder ein bisschen besser.